Achso. Okay. Was zum Geier? Okay. Bin drin. Willst du die Tür öffnen? Warte. Hier gibt's Tabletten und anscheinend war hier jemand Krankes gelegen. Hier ist sogar ein Krankenbett. Ich glaube, hier findet er aber nicht. Natürlich. Von hier ist sie auch verriegelt. Sieh mal, ob da ein Schlüssel ist. Eine Schlüssel. Vielleicht auf dem Bett. Was haben wir denn da? Okay. Schöne Familie. Da ist der Schlüssel. Hab ihn. Den kann man sich auch angucken. Okay. Unnötig, aber egal. Und wieder ein Briefchen. Kann ich hier irgendwie den drehen oder so? Nein. Nein. Gut. Dann öffnen wir jetzt die Tür. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Hast du die jetzt aufgekriegt oder soll ich das jetzt mit dem Schlüssel versuchen? Der passt auch. Ah. Wow. Oh, Aufzeichnungen zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Ah. Wow. Sam. Gefunden. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Kein Problem. Krachst laut. Bis dann. Schön, dass du da warst. Gute Nacht. Ach so, jetzt kann man hier lesen, ne? Wow, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehm die Hände hoch. Oh. Langsam. Hey, hey, das ist nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Tut mir leid, Nathan. Und was jetzt? Jetzt. Warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen.
lassen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ich hätte euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Es war eine rauchend. Sie ist fast am Abnippeln, aber gleich mal schnell eine anzünden. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können. Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sic Parvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß, vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Ja, also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Alles okay? Jetzt stirbt sie, oder was? Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Hey! Hey! Sam? Ist dort? Sam? Hier ist die Polizei. Okay. Warte, wir müssen doch was tun. Wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben nach. Sie, komm mit mir. Oh yeah, jetzt geht's ab. Warte. Polizei ist hier und wir müssen flüchten von der Polizei.
Das war ja klar, dass es immer bei mir bricht. Ich habe gar niemanden getötet. Sam, dich. Spring einfach. Statt zu flüchten, klettert man aufs Dach. Okay, ich verstehe. Komm schon. Ich komme. Ja. Verdammt. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Okay? Ihr da! Stehen bleiben! Oh oh! Auf, lauf, 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 lauf! Hier lang! Die werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Kind. Stehen bleiben, verdammt! Oh! Stopp, Soldat! Hier hinten! Was? Was? Wohin? Wohin? Ach, wieder hier hoch. Okay. Au! Da! Da sind sie! Weg, 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 weg. Komm, los! Hab ich schon! Letzte Warnung! Auf den Boden! Hände über den Kopf! Hab ich! Da! Mist! Ab! Und bin weg! So schnell fangt ihr mich nicht! Ja, komm! Lauf! Stopp, Hier raus! Hier raus! Nein! Nützlich. Okay, das war's. Ich bin erwischt worden. Aber das war nicht richtig. Ah, Mist! Sie hauen ab! Los, der Müllcontainer! Okay. Warum konnte ich jetzt an dem Bullenauto nicht vorbei? Ja, egal. Komm, Scheiße! Steig auf! Los, komm! Los, halt dich fest! So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hä? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange, bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären? Deswegen. Nathan, vorhin in dieser Villa wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht wusste ich nicht, was das heißt. Aber das... Nee. Moms unvollendete Arbeit. Das ist unsere Chance, ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenne ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht. Mom glaubt, dass Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt. Wer will das Gegenteil beweisen? Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir,
Du und ich zusammen. Wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. So war das also. So hat er seinen Namen bekommen. Er ist gar nicht der richtige Nachfahre. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au. Okay, halt mal still. Eine Weile lang war es so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und nachdem ich ihn verloren hatte, nachdem ich dachte, ich hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du hergekommen? Sally. Oh, na klar. Sally, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt, wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate, kannst dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Rafe hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, hey, hey. Und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcazar... Nein, es gibt kein Alcazar. Das war alles Blödsinn. Warte, du meinst, die Schulden, die... Die Flucht. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Mhm. Pass auf, ich werde dir alles erzählen, wenn wir uns sehen, okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Hör zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich es fast nicht gemacht. Okay. Komm. Wir müssen jetzt los. Alter. Wir wollen also zur Nord- Kapitel 17. In guten wie in schlechten Tagen. Und dort bringt Rafe dein Bruder. Der Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Sieh mal. Ja? Da oben. Ich habe mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Na, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Nee. Oh. Hilfst du mir die Leiter hoch? Ja. Sie bleibt halt auch noch immer eine Abenteurerin, obwohl sie sagt, dass sie keine Lust hat auf sowas. Ja.
Spiel hat 22 Jahre, das geht noch lang, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich es durchschaffe. Keine Ahnung. Und? Bist du schon lange hier? Auf der Insel? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Ja klar, aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich habe mir nicht alles angesehen. Ich wollte vor allem dich finden. Klar. Da hoch. Das ist wahrscheinlich zum Fahrzeug, ja? Und hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery, 400 Millionen. 12 Gründer. Hunderte Siedler. So ungefähr? Ja, das umreißt es ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flug. Wow. Ist das ein Aufzug? Sieht ganz danach aus. Mann, Avery hat die besten Ingenieure seiner Zeit beschäftigt. Damit hat er bestimmt Nachschub flussaufwärts gebracht. Ja, gut möglich. Ja, okay. Jahrelang. Da ist ein Auto. Wir müssen nur da hoch. Jahrelang sind die nicht mehr geklettert. Und, naja, egal. Und die klettern gleich wie die Meister. Wenn so ein Tümpel reinspringt, der hat erstmal Blutekel am Sack, hey. Ohne Witz. Okay. Das ist komisch. Komme ich jetzt da hoch? Wir müssen woanders lang. Es ja. Muss hier doch etwas geben. Ja. Wasserfall? Ah? Nein? Wäre auch zu einfach gewesen. Okay, umschauen. Ja, wie komme ich da hoch? Ach, da. Na bitte, da kriege ich dich hoch. Super. Wow. Oh. Ups. Hey, meinst du, es gibt noch einen anderen Weg hoch? Hey, hier oben ist ein Weg. Ja, schön, dass da oben ein Weg ist, aber wie komme ich hoch? Da drüben ist ein Durchgang. Schau mal, ob du was Brauchbares findest. Ja. Hey, ich habe hier was. Warte. Eine Kiste, warte, lass mich raten. Vorsicht, danke. Der Doc. Das war geil. Ja, schieb doch die Kiste. Ach, die muss man ziehen. Ah ja. Und ziehen. Ja, irgendwie geht's nicht, ja? Nochmal. Erzählt. Dass überall diese Kisten rumliegen. Das ist so krass. Naja, es ist ja ein Spiel. Aber ich sehe das schon langsam nicht mehr so als Spiel. Ich sehe das schon als kleiner Film.
man auch ein bisschen spielen kann. Ah. Ah. Ja. Zack. Ah, okay. Nochmal. Zack. Und zack. Zack. Und geschafft. Wow. Hey, guter Sprung. Nicht schlecht, was? Voll gut. Super, nicht so eine Frau zu verärgern. Okay. Juhu! Nein! Ich hab Nate getötet! Jetzt ist sie Witwerin. Eine Witwe meine ich. Eine Witwerin. Hey, guter Sprung! Egal. Was? Super, Nate, so eine Frau zu verärgern. Ja. Jod. Genau. Jod. Sieht gut aus, kann klettern. Wir sehen uns drüben. Den Mann. Oh nein, nein! Oh, gar nicht so gut! Alles gut, alles gut. Alles klar! Halbwegs! Alles unter Kontrolle! Ah. Versuch hier hochzukommen! Ja! Ja, verstanden! Okay. Nein. Ist da rüber. Hier drüben. Scheint eine Sackgasse zu sein. Vielleicht läuft der Aufzug noch. Das glaube ich kaum. Der ist 300 Jahre alt. Die Wetterkorrosion. Ich meine, wer weiß, ob der jemals... Oh, wow. Funktioniert. Oh, wow. Ah! Geht er nach oben? Dass das Ding funktioniert, irgendwie unglaublich. So ungetreut. Er hängt fest. Ich häng fest. Wo soll ich denn jetzt hin? Weißt du, wir sehen uns einfach oben. Okay. Okay, hier gibt's wieder Bretter in Stein eingemeißelt, warum auch immer. Oh! Hey, mach mich nicht schwach. Ah! So. Achso. Gott im Himmel, Alter. Hast du meine Kippe? Oh nein. Ja, aber sie sind klatschnass. Sie sind ins Wasser gefallen. Wer zur Teufel ist? Das war ja klar. Das ist dein letztes Gebet. Da! Ah. Aua. Ah. Hey. Bam. Nichts dabei. Alai, schon wo wieder. Wo geht es zum Auto? Von weiter oben können wir es leichter finden. Ja, gute Idee. Von weiter oben können wir es leichter finden. Dann klettern wir doch noch höher. Natürlich. Keine Chance. Das sieht gut aus. Aber als erstes muss ich da hoch. Aha. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Wow!
ist das Auto? Ah. Oh nein. Shoreline. Die haben dein Auto. Genau genommen ist es ihr Auto. Holen wir es uns wieder. Ob Drake wohl bei ihr ist? Jetzt geht's wieder los. Bleibt wachsam, Leute! Bleibt wachsam, Leute! Den schnapp ich mir als erstes. Wenn ich da jetzt runterspringe, dann rutsche ich bestimmt runter. Das ist viel zu glatt. Super. Das ist eine Schleimrutsche. Rutschige Rutsche. Egal. Okay. Und tschüss. Sehr schön. Der gewinnt eine Rutsche. Ist er runtergerutscht? Ja, geil, wie er da schwimmt. Ciao. Oh, Granaten. Eine Spur. Danke. Von ihr? Noch nicht, aber sie kann nicht weit sein. War das oben? Das kam von oben. Ja. Noch nicht. Ach, egal. Ich kann sie sehen. Ja klar, haben sie uns entdeckt. Ah, nein, das ist Selbstmord. Okay. Vielleicht überlebe ich das doch. Ich komme nicht mehr zurück. Wie soll ich mich denn verstecken? Die wissen immer, wo ich bin. Oh nein. Nein, die ist stealthig weg. Vergiss es. Battlefield 1, ich bin gespannt. Das ist meine Meinung. Ja. Okay. Verflucht! Egal. Bin ich ganz unten. Toll. Jetzt bin ich ganz unten. Super. Oh, das war vorher besser. Scheiße. Vor allem, wie soll ich da rüberschwingen? Das ist doch der größte Witz des Jahrhunderts. Wow, das war knapp. Das war gerade wirklich knapp. Moment. Schnauze. Was ist los? Sag was, Mann. Bäm! Boah! Gut! Sehr gut. Da kam die fliegende Faust, bevor er geschrien hat. Einer von uns hat's erwischt! Nichts. Da ist ja auch einer. Granaten. Dieser Typ und ich kann ihn nicht schnappen. Der ist ganz entspannt.
Gleich nicht mehr. Okay, da haben wir den Sniper. Und da haben wir einen Dicken. Und da haben wir Granaten. Zack. Wir könnten den Dicken runterziehen. Dann wird der Sniper aber aufmerksam bestimmt. 100 Pro. Probieren wir unser Glück. Wie einfach einsteigen und losfahren? Versuchen wir es. Nein, 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 das ist Selbstmord. Oh, super, jetzt ist er doch da. Egal. Dein Ernst. Und tschüss. Niemand hat was bemerkt. Gut, gut, gut. Der da drüben. Da ist auch einer. Ist hier noch irgendwo hohes Gras? Leider nicht. Oh, hier sind überall Kisten für Deckung. Einfach losfahren, das wäre Selbstmord. Oder? Einfach ins Auto und losfahren. Oder alle ausschalten. Vor allem, wo soll ich denn hinfahren? Es ist doch gar nichts offen, frei. Soll ich den Wasserfall runterfahren oder was? Okay. Nein. Den Sniper wenigstens, der kann uns rausschießen. Wenigstens den müssen wir umlegen. Bye bye! Auf rum zu zappeln! Weg mit dem Helm! Und weg mit deinem Knick. So. Jetzt kann ich ins Auto einsteigen. Könnte ich ins Auto einsteigen? Keiner gesehen? Nein. Oh. Hoch! Ich könnte doch nicht ins Auto einsteigen.